Der Aufsteiger im Duell mit dem Serienmeister, für Richie Williams und Rasta Fechter ist diese Aufgabe dann doch ein wenig zu groß. Die Brose Baskets aus Bamberg nutzen Fehler des Beko BBL Neulings eiskalt aus. Und was Rasta nicht zu fassen kriegt, macht Rakim Sanders hier kompromisslos rein. Fechter verliert 62 zu 79. Ja, wir haben uns mehr vorgenommen, keine Frage. Wir haben wieder gegen eine sehr starke Bamberger Mannschaft gespielt. Glückwunsch an Chris und seine Jungs. Ja, phasenweise haben wir sehr gute Spielzüge gehabt. Wir dachten, wir könnten Bamberg ein bisschen mehr überraschen. Leider am Ende hat es nicht geklappt und die Bamberger haben ihre Souveränität ausgespielt. Der Meister kam, die ARD-Sportschau war da und Bamberg zauberte. Gavel beidhändig mit dem Rücken zum Korb. Ja, das kann man schon mal so machen. Die Rastaner ließen sich von derlei Kunststücken aber nicht entmutigen. Der im Oktober so starke Richie Williams mit Kopf und Ball durch die Bamberger Defense. AJ Rudowitz vollendet. Der US-Amerikaner, gerade wieder genesen von einer schmerzhaften Sprunggelenksverletzung, wird sogar noch von Teamkollege Dirk Miedrich unabsichtlich geschubst. Aber Rudowitz macht die zwei Punkte. Der Dom mit 3140 Zuschauern natürlich bis auf den letzten Platz gefüllt. In Fechter träumt man von der großen Sensation, einem Sieg gegen die Übermannschaft der letzten Jahre. Rasta lässt sich in Halbzeit 1 zunächst einfach nicht abschütteln. Sehr zum Missfallen von Bambergs Erfolgstrainer Chris Fleming. Da zeigt er es an, viermal Meister in den letzten 4 Jahren. Da sollte es beim Aufsteiger doch eigentlich keine Probleme geben. Rasta jetzt mit 23-24 hinten kann in Führung gehen. Doch es kommt anders, ganz anders. Der Stil von Sanders leitet die stärkste Phase der Gäste in Halbzeit 1 ein. Den knappen Vorsprung bauen Anton Gavel und Co. nun kontinuierlich aus. Zur Pause führen die Brose Baskets bei Rasta Fechter schon mit 47-38. Bamberg ist eine Klasse höher als wir und die haben das auch heute gezeigt, dass die eine Top-Mannschaft haben. Die Gastgeber wollen es jetzt erzwingen. Bamberg hat die Nase aber vorn bei den Rebounds und zeigt, wie schnell man gnadenlos Lücken in der Fechter-Defense ausnutzen kann. 2 Meter und 7, 115 Kilo, Mike Zirbis mit 2 seiner 6 Punkte. Die Brose Baskets kommen nun richtig ins Rollen. Der nächste Dunking sitzt, dazu noch das Foul von Esther Camp an Sherrod Ford. Überragend die Partie der Nummer 15. 18 Punkte, 12 Rebounds. Desillusioniert ist bei Rasta trotzdem niemand. Wir können mitspielen in der Liga. Wir sind jetzt die Neuen, sagen wir so. Wir müssen uns weiter beweisen, wir müssen uns den Respekt verschaffen. Bamberg war sehr gut auf uns vorbereitet. Ja, weiter hart arbeiten. Die Brose Baskets erlauben sich nach ihrem Zwischenspurt eine Auszeit, lassen den Aufsteiger ein ums andere Mal gewähren. Und danken können die Fechter eben auch. Mike Zirbis verliert Miedrich aus den Augen, Rastas Riese mit 2 weiteren Zehnern. Die Fans und auch das Team wittern jetzt Morgenluft. Bamberg lässt die Zügel tatsächlich mächtig schleifen. Und so kommt Fechter zu einem 10-0-Lauf, angeführt von Point Guard Richie Williams. Rasta-Trainer Pat Elsie aber weiß, diese Minuten richtig einzuschätzen. Wir haben das Spiel lange offen gehalten, aber im Endeffekt, glaube ich, hat Bamberg keine Mühe mit uns. Ich glaube, die hätten einen Gang höher schalten können, wenn sie wollen. Aber wie gesagt, deswegen sind die 4-mal Deutsche Meister. Gegen den gelingt Dirk Miedrich aber noch einer der schönsten Körbe des Abends. Aus der Drehung über Mike Zirbis hinweg zum 58-63. Spätestens jetzt hatte Bamberg die Botschaft verstanden. Es fordert 100%, um einen Auswärtssieg aus Fechter mitzunehmen. Der Titelverteidiger legte den von Pat Elsie angesprochenen Gang zu und machte in den letzten Minuten kurzen Prozess mit dem Underdog. Wir haben einen langen Weg zu gehen, um konkurrenzfähig zu sein mit solchen Mannschaften wie Bamberg. Das 62-79 ist die bisher deutlichste Niederlage von Rasta in der Beko BBL. Und auf den ersten Heimsieg warten die Fechter nach wie vor. Wie gut, wenn man sich im Rasta-Dom gegenseitig trösten kann.